Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Auch wenn es heute überhaupt nicht um Uhren geht, freue ich mich trotzdem, dass du heute reingeklickt hast. Unter ganz vielen Videos habe ich immer wieder Kommentare gelesen, dass recht viele von euch auch Messer sammeln, also einen ähnlich doppelt gelagerten oder dreifach gelagerten Spleen haben wie ich. Und bei einem Video, wo ich zwei Messer auf dem Schreibtisch hatte, die Zuschauer gesehen hatten, hat sich ein kleiner Diskurs entsponnen und ich habe mich dazu hinreißen lassen zu versprechen, dass ich dieses Jahr tatsächlich meine Messersammlung einmal zeige. Ich fange an mit meinen feststehenden Messern und über die geht das Video heute. Fast alle Messer sind im Gebrauch. Ich habe sie nicht extra poliert und sauber gemacht. Gebrauchsmesser dürfen auch gebraucht aussehen. Und ihr werdet sehen, welche Messer ich etwas häufiger, welche ich etwas seltener nutze. Bei meinen Faltmessern, Foldern, Taschenmessern habe ich festgestellt, das wird richtig viel und ich muss mal schauen, ob ich da zwei Videos drüber mache oder aber nur einen Teil zeige. Ansonsten kann ich wahrscheinlich mehr als eine Stunde über meine Klappmesser reden und das könnte doch echt langweilig werden. Aus diesem Grunde heute die feststehenden Messer und los geht es. Ohne feste Reihenfolge beginne ich einfach mal mit einem Neckknife und hier haben wir von Böker das Chat oder Chat Los Baños, ein insgesamt, wie ihr sehen könnt, kleines Neckknife, hat einen ein Gewicht von, ich glaube, 37 Gramm. Da alle meine Messer mehr oder weniger im Gebrauch sind, sind die Klingen auch nicht wirklich hochglanzpoliert. Aber hier kann man wunderschön die typische Chet Los Baños Form sehen mit der leicht gebogenen Klinge und dem geraden Rücken mit der Riffelung, die bei dem kleinen Messer hier aber eher unsinnig ist. Und es ist, liegt nicht so super gut in der Hand, aber für kleinere Sachen, Pakete, Schnüre und noch kleinere Schnitzarbeiten funktioniert das Messer sehr gut. Eine Kydex-Scheide, die das Messer gut und sicher in Position hält. Mein zweites Neckknife ist von Columbia River Knife and Tools, CRKT, und zwar ist das die Minimalist-Serie. Hier haben wir keine Kydex-Scheide, sondern eine Zytel-Scheide. Das heißt, hier musste ich schon ein bisschen erwärmen und nachformen und es hält auch nicht ganz hundertprozentig drin, weswegen ich hier, wie ihr sehen könnt, eine Sicherheitsschlaufe habe. Damit ist auch der Schnellzugriff nicht ganz gewährleistet. Ich muss hier immer ein kleines bisschen spielen, um an das Messer dran zu kommen. Das, was ich sehr schade finde, weil dieses Messer aus der Minimalist-Serie, das ist die Variante Droppoint, gibt es auch als Tanto, als Brecher mit einer rechteckigen Klinge, beziehungsweise auch als Bowie. Das liegt deutlich besser in der Hand. Man hat also hier durch die Griffmulden viel mehr Griff. Die Klinge ist auch ein kleines bisschen breiter. Ich mag das Messer eigentlich vom Griff her deutlich lieber als das von Böker, aber dadurch, dass es eben nicht so schnell im Zugriff ist, bin ich da ein kleines bisschen hin und her gerissen. Meistens nehme ich dann doch das Böker, auch wenn mir das nicht ganz so gut gefällt. Ja, ihr seht hier, da war es wieder draußen, ohne dass ich feste gezogen habe. Und dafür ist diese Sicherheitsschlaufe für mich dann doch relativ wichtig. Bleiben wir mal bei den kleinen Messern. Und hier habe ich eins, das es so leider, soweit ich das sehen konnte, nicht mehr gibt. Das ist von EK Swed bzw. EK Nordic. Und zwar handelt es sich hier um das H8. Auch hier könnt ihr sehen, ein relativ kleines Messer. Ich zoome mal ein bisschen raus, dass man ein bisschen mehr sieht, auch wenn man dann die Beine des Stativs sieht. Das ist jetzt kein so riesengroßes Messer, aber es liegt echt gut in der Hand, wirklich gut, auch wenn ich habe eine 9er Handschuhgröße, der Griff doch relativ klein ist. Es hat eine wirklich große, satte Klingenbreite, einen geraden Anschliff
Und das habe ich schon wirklich viel im Gebrauch gehabt. Damit habe ich auch betont, also Holzklötze gespalten, Holzklötze, kleinere Holzklötze, beziehungsweise eine Kerbe für einen Keil reingehauen. Also das ist wirklich ein absolut super Messer für mich. Leider, wie gesagt, gibt es das so nicht mehr neu zu kaufen. Bubinga-Holz, super in der Hand, rutscht nicht. Full Tang, wie ihr sehen könnt, absolut tolles Messer. Einziger Nachteil ist, die Scheide leiert im Laufe der Zeit etwas aus. Deswegen muss ich da hin und wieder ein neues Stück Leder reinkleben. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann, wie das Licht hier fällt. Da kann man sehen, da ist ein Stück Leder drin, damit entsprechender Widerstand ist. Ein weiteres kleines Messer ist wieder von Böker und das ist das Outdoorsman. Diese falsche Schärfe hier oben finde ich persönlich nicht so wahnsinnig gut, weil es zum einen im vorderen Teil die Klingenstabilität etwas herabsetzt, zum anderen für mich außer einer optischen Geschichte überhaupt keinen Mehrwert hat. Und wenn ihr hier die Klinge seht, sie ist auch schon leicht gebogen, wirklich ganz leicht gebogen. Ihr könnt das sehen, wenn ich ein bisschen näher rangehe. Meine Messer sind alle im Gebrauch und hier war ich Kienspann machen und habe ein kleines bisschen in dem Holzstück arbeiten müssen und schon ist diese relativ feine Klinge verbogen. Finde ich nicht besonders gut. Dafür war das Messer auch nicht besonders teuer. Ich meine 40 Euro, 50 Euro, um diesen Dreh rum. Also kein extrem teures Messer, schön flach, aber zwei Nachteile: die empfindliche Klingenspitze und die sehr billig gemachte Scheide, die sich hier schon ausfranst. Ich habe also mit Kleber nachgearbeitet, damit die Nähte halten. Schön unauffällig, kann man gut am Gürtel tragen, aber nicht die allergrößte Qualität. Mein absolutes Arbeitstier, was ich immer sehr gerne mitnehme, ist von Mora, und zwar ist das das Mora Companion. Das nehme ich deshalb so gerne mit, weil es unglaublich leicht ist und mit einem Preis von unter 20 Euro auch wirklich kein Drama ist, wenn was drankommt. Hiermit habe ich schon so ziemlich alles gemacht, gehebelt, gegraben. Ihr seht an der Klinge, dass das Messer wirklich im Gebrauch ist und es hat keine Scharten. Ich habe es bisher noch nicht nachschleifen müssen, was mich sehr wundert, denn damit habe ich echt viel gemacht. Hat einen sehr rutschfesten Griff, liegt gut in der Hand, hat leider nur eine Plastikscheide, die aber gut funktioniert, mit einem dankenswerterweise nicht geschlossenen Clip für den Gürtel. Man kann ihn also auch an den Gürtel anklipsen, ohne den Gürtel aufmachen zu müssen. Sitzt sicher und wie gesagt, das ist mein absolutes Arbeitstier. In die gleiche Richtung, nur etwas edler, geht das Mora Garberg. Das ist dann schon eine ganz andere Hausnummer. Während das Companion unter 20 Euro kostet, kostet das hier, ich meine, um die 80, knapp unter 100. Also ist deutlich mehr, ist auch wesentlich schwerer, ist ein Full-Tang-Messer mit einem aufgespritzten Griff, der auch gut und griffig ist. Allerdings haben wir hier einen etwas weicheren Kunststoff, was so ein kleines bisschen angenehmer, weicher in der Hand liegt. Das hier ist ein harter, plastikartiger Kunststoff, aber das Messer liegt auch gut in der Hand, hat den typischen Scandi-Anschliff, eine breite Klinge. Sehr scharfkantig hier, also man kann damit ganz bequem und locker und problemlos einen Feuerstahl anreißen. Mal gucken, ob ich euch das zeigen kann. Ja, hier haben wir einen Feuerstahl, zu dem Messer komme ich gleich noch. Ja, das geht also. Das geht problemlos, damit einen Feuerstahl anzureißen. Ja, das ist das Mora Garberg. Das habe ich noch nicht wirklich im Einsatz gehabt. Es ist wirklich relativ schwer, hat eine leider auch nur Plastikscheide. Was aber sehr schön ist, die
Na, kriege ich das runter? Es hat ein Tragesystem, wo man die Gurtschlaufe abnehmen kann und gegen ein Tech-Lock-System, ein Befestigungssystem austauschen kann. Mit Beinschlaufe kann man es an Rucksack machen, an Ausrüstung dran machen. Also hier ist man deutlich variabler in der Trageweise. Ich bevorzuge aber hier ganz klar die Gürtelschlaufe. Schön ist, dass das Messer ein Hammerende hat. Man kann also auch mal ein bisschen Holz zerfasern und klein machen damit. Finde ich wirklich schön. Bleiben wir in der skandinavischen Region. Ein helles Messer, auch das, wie ihr an der Klinge sehen könnt, ist im Gebrauch. Helle Harding. Ich finde dieses Messer wunderschön aufgrund des Griffs mit den unterschiedlichen Holzarten, den Ledereinlagen. Wunderbar. Und wie ihr sehen könnt, es hat einen durchgehenden Steckerl, der hinten vernietet ist. Der Griff ist etwas klein, aber das ist doch ein Messer, was ich persönlich nicht für extrem grobe Arbeiten nehme. Es sind feinere Schnitzarbeiten, vielleicht auch mal ein bisschen Wurst schneiden oder Gemüse oder Obst schneiden. Wunderbar, es ist rattenscharf, es ist wirklich super scharf und liegt klasse in der Hand. Was ich persönlich sehr schön finde bei dem Messer, es hat eine richtig sichere Scheide mit dem Verschluss oben, wo der Erlknauf nochmal extra gesichert wird und eine schöne Lederschlaufe, ein wunderschönes Messer, auch preislich 110, 120 Euro um diesen Dreh rum. Ich weiß das alles nicht mehr ganz genau auswendig. Mein letztes Messer aus der Schwedenregion ist auch gleichzeitig, also aus der skandinavischen Region, ist auch gleichzeitig mein ältestes Messer. Das ist ein 30 Jahre altes Finnenmesser, Kuusamo. Ich habe das auf einem Schwedenurlaub gekauft, obwohl es ein Finnenmesser ist. Ganz klassisch die Form mit dem breit zulaufenden Griff. Einen relativ kleinen Griff, wenn man bedenkt, dass ich einen 9er Handschuh habe, ist also hier nicht sehr viel Griff drin. Es ist aber auch nur für feinere Arbeiten gemacht. War wirklich viel im Gebrauch, wirklich viel im Gebrauch und hat sich dafür richtig gut gehalten. Die Scheide ist einfach, aber sie funktioniert. Das Messer sitzt tief, hält gut. Und was ich sehr gerne mag, ist dieser Dängler, dass das Messer sich frei bewegen kann. Also ganz egal, wie man sich bewegt, das Messer findet immer einen Platz, wo es nicht drückt, nicht zwickt und nicht wehtut. Dann habe ich noch ein weiteres kleineres Messer. Hier muss ich gestehen, weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr genau, wie es heißt. Es ist ein Bökermesser. Und es ist ein ganz, ganz kleines Messer. Es ist sehr, sehr scharf. Mir gefiel die Griff- und die Holzform. Mir gefällt auch die etwas geschwungene Scheide mit der Prägung im Leder. Die Scheide ist sehr hochwertig gemacht, auch wenn ich hier mal abgerutscht bin. Das Messer sitzt sicher. Und was halt sehr schön ist, dieses Messer, wie auch das EKH8, sind Messer, die man von der Größe durchaus auch mal im Gürtel tragen kann, wenn es in die Stadt geht, weil es einfach nicht sehr auffällig ist und auch nicht sehr aufträgt. Beides kleine Messer, die nicht für grobe Sachen gemacht sind, aber bei kleineren, feineren Sachen sehr gut ihren Dienst versehen. Ja, jetzt habe ich noch vier Messer übrig. Ich gehe mal zu dem, was ich eben schon mal angedeutet hatte. Das hier ist ein Messer aus Spanien. Und zwar haben wir hier das Muela Kodiak mit den Micarta-Schalen. Die Micarta-Schalen sind etwas offenporig, also nicht poliert und verschlossen, was den Vorteil hat, Wasser wie auch Schweiß beim Arbeiten wird aufgenommen. Man rutscht hier wirklich kaum ab, was auch durch die Griffmulden, beziehungsweise es sind ja nicht wirklich Griffmulden, sondern es sind so ja, wie eine Steinoberfläche, etwas unebene Oberfläche. Dadurch liegt das Messer sehr gut und sehr satt in der Hand. Es ist richtig breit von der Klinge her und auch hiermit kann man problemlos einen Feuerstahl anreißen.
wie ihr sehen könnt, durchgehender Full Tang, sauber gearbeitet mit Lanyard Hole, eines der Messer, die ich sehr gerne nutze, auch wenn sie relativ schwer sind. Es gibt diese Messer mit, oder gerade das Kodiak, mit unterschiedlichsten Griffvarianten, mit unterschiedlichsten Varianten der Scheide. Es gibt eine andere Lederscheide, es gibt, glaube ich, sogar eine Kydex-Scheide. Hier haben wir die Scheide kombiniert mit dem Feuerstahl, den ich euch eben schon mal gezeigt habe, den ich auch bisher hin und wieder im Einsatz hatte. Und was hier natürlich eine klasse Geschichte ist, dass man das Messer nicht nur senkrecht an den Gürtel machen kann, sondern auch horizontal und das in beiden Varianten. Die Gürtelbreite lässt sich dadurch abfedern, indem man entsprechend auf ein oder zwei Löcher hier einstellt. Finde ich wirklich klasse und ein Messer, das auch preislich, ich meine, um die 80 Euro liegt. Also es ist wirklich kein sehr teures Messer. Für das, was es bietet, finde ich das sehr gut. Es kam nicht extrem scharf, aber das war auch nicht so schlimm, weil Messerschärfen ist ja nun auch nicht die ganz große Hexerei. Das kriegt man hin. Das ist also meine Muella Kodiak. Jetzt kommen wir zu meinen Lieblingsmesser, noch nicht ganz, aber fast. Das ist nämlich hier die billige China-Variante meines Lieblingsmessers. Das ist nicht die Originalscheide. Die Originalscheide ist eine ganz billige Nylonscheide gewesen, die ich so nicht haben wollte. Deswegen habe ich mir für 12 Euro bei Amazon eine Lederscheide geholt. Ihr könnt auch hier sehen, es ist keine sehr hochwertig gemachte Scheide, erfüllt aber ihren Zweck. Und zwar geht es um das Buck Vanguard, beziehungsweise hier den billigen China-Nachbau. Der China-Nachbau hat das Problem, dass die Endkappe geschraubt ist, sich manchmal löst, hat dafür einen Kratongriff und liegt richtig gut in der Hand. Also das Buck Vanguard ist ein schweres Messer, hat eine, wie ich finde, unglaublich tolle Griffform, liegt extrem super in der Hand, arbeite ich wirklich gerne mit. Und der etwas wertigere Bruder dieses Messers ist dann das eigentliche Buck Vanguard. Und das ist mein absolutes Lieblingsmesser. Cocobolo-Griff, das Parierelement, die Endkappe, wunderbar. Auch mit der Kunststoffeinlage hier. Wirklich klasse gemacht, liegt extrem gut in der Hand. Ich mag das wahnsinnig gerne. Und für alle, die es interessiert, jetzt zoome ich mal kurz ein bisschen rein, weil das ist echt interessant. Anhand dieses Zeichens hier, also hier der Amboss Unterback, könnt ihr im Internet ergoogeln, in welchem Jahr das Messer gemacht wurde. Gilt für, glaube ich, alle Backmesser. Wenn ihr also euch diese Symbole anschaut, könnt ihr sehen, wie alt ein Messer ist, falls ihr es einmal gebraucht erwerben möchtet. Ja, das ist also ein Messer, mit dem ich schon wirklich viel gemacht habe. Trotz der relativ kurzen Klingenlänge von nur 10,5 cm habe ich hiermit gehackt. Ich habe gespalten, das ist ausreichend breit hier oben, das hält also einiges aus. Es hat, glaube ich, keinen Full Tang und auch keinen komplett durchgehenden Steckerl, weil man hier hinten keine Vernietung sehen kann. Aber es ist ein unglaublich robustes Messer. Und was ich mag, ist die Scheidenform. Denn hier kann man schnell zugreifen, schnell verpacken. Und selbst wenn der Druckknopf einmal aufgehen sollte, hat man eine gewisse Sicherheit, dass das Messer nicht rausfällt. Also ich mag diese Scheidenform sehr, sehr gerne. Und durch diese Schlaufe trägt es sich auch sehr angenehm. Es sitzt nicht zu hoch am Gürtel, was ich nicht mag. Ich mag es lieber, wenn die Messer etwas tiefer sitzen. Und das ist ein richtig, richtig tolles Messer. Kostet mit dem Holzgriff, glaube ich, aktuell 130 oder 140 Euro. Ich mag mich dabei auch vertun, weil ich das schon wirklich länger nicht mehr gekauft habe. Mein letztes feststehendes Messer ist
ein richtiger Brecher, also zumindest für mich. Und zwar ist das ein Messer von Reini Rossmann, ein Outdoor- und Überlebenstrainer aus Österreich, der vor nicht allzu langer Zeit seine eigene Messerserie aufgelegt hat. Das ist das erste Messer aus dieser Serie. Das ist das Reini Rossmann Bushcraft Beaver. Und durch die Klingenlänge von 13,5 cm ist dieses Messer nicht mehr § 42a konform gemäß dem Waffengesetz. Das heißt, dieses Messer darf ich nicht öffentlich führen, ich darf es nicht an den Gürtel packen, wenn ich durch die Stadt gehe oder auch im Wald spazieren. Wenn ich im Wald arbeite, dann darf ich es machen. Ansonsten muss ich es in einem verschlossenen, das heißt Schloss, Kabelbinder, keine Ahnung was, Behältnis transportieren. Es darf nicht zugriffsbereit sein, das heißt in der Tüte oder nur im unverschlossenen Rucksack reicht nicht. Das Messer hat gekostet 130 Euro. Es gibt jetzt auch eine kleinere Variante, der Irbis von Reini Rossmann, was dann 42a konform ist, aber eben nicht mehr diese große und auch vorne relativ dicke Klinge hat, mit der man auch mal zuhacken kann. Alles das hält das Messer aus. Was das Messer nicht so gut kann, sind kleine filigrane Schnitzarbeiten. Dafür ist es einfach zu groß und zu schwer. Wir haben hier eine Kydex-Scheide mit einem Dänglersystem. Auch hier der Dängler mit zwei Druckknöpfen, dass man gegebenenfalls einen größeren Gürtel entsprechend anpassen kann. Es gibt aber auch, wird automatisch mitgeliefert, einen Kydex-Adapter, sodass man dieses Messer auch mit einem Tech-Lock-System am Gürtel tragen kann. Mag ich nicht ganz so gerne. Ich habe es lieber, wenn die Messer am Gürtel sich etwas bewegen können und nicht in meinen Bauch, meine Wampe oder mein Bein drücken, je nachdem, welche Bewegung ich mache. Das ist also mein größtes Messer, mein Reini Rossmann Bushcraft Beaver. Ja, ich bin mega gespannt, was ihr unter die Kommentare schreibt, ob es euch gefallen hat oder nicht. Vielleicht hat ja sogar der ein oder andere das gleiche oder ein ähnliches Messer und hat gleiche oder ähnliche Erfahrungen gemacht. Schreibt es gerne in die Kommentare, ich bin super gespannt. Aber mein Kanal bleibt ein Uhrenkanal und wird kein Messerkanal.